Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 15. Mai 2023. Dominik Freusi und Markus Somm. Ja, Dominik, du hast heute einen absoluten Primär platziert im Nebelspalter. Dir ist ein Papier zugespielt worden von den Gewerkschaften, ein Brief von den Gewerkschaften zum Rahmenabkommen, was für Konzessionen sie sich vorstellen. Ja, bringt die Einzelheiten. Um was geht's? Ja, die Gewerkschaften, der Schweizerische Gewerkschaftsbund und der zweite Dachverband Travail Suisse haben am 28. April eine Eingabe gemacht an die Gruppe, die im Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, so ein bisschen über die Eckwerte redet, wo ein Rahmenabkommen 2.0 sollte daraus herauskommen. Die Eingabe ist 5 Seiten dick und sie behandelt eigentlich alle, es ist ein Wunschprogramm von der Gewerkschaften, für das, dass sie einknicken. Und wenn sie einknicken würden, gäbe es wieder die Koalition, alle gegen die SVP, die vor 20 Jahren die bilateralen Verträge durchgebracht hat. Und die wichtigsten Forderungen, also man kann alles, ich muss verlinken, den Artikel unten dran, man kann das alles nachlesen. Die wichtigste Forderung ist faktisch eine Pflicht für Gesamtarbeitsverträge in der ganzen Schweiz und in all diesen Gesamtarbeitsvertrag einen festgelegten Mindestlohn. Genau, und da muss man wirklich sagen, also es ist eine Bombe. Oder wenn das durchkäme, wenn da der Bundesrat und nachher das Parlament und vor allem natürlich die Wirtschaftsverbände würden einknicken und sich auf die, also muss ich so sagen, es geht richtig Erpressung. Weil es ist so eine Maximalforderung, wo sie natürlich ganz genau wissen, das ist für die anderen ganz schwer, um da drauf einzugehen. Aber wenn das sollte durchkommen, dann muss ich ehrlich sagen, dann gute Nacht Schweiz. Also, weil dann ist der liberale Arbeitsmarkt, wo wir alle so stolz sind und wo alle Bürgerlichen, also vor allem Freisinnige und SVP-Politiker, aber auch alle Wirtschaftsverbände, Economie Suisse, Arbeitgeberverband, Gewerbeverband, Bauernverband, alle singen immer das Lied vom liberalen Arbeitsmarkt. Und es ist wahr, wenn wir uns gut erholt haben, auch aus der Corona-Zeit und eine rekordtiefe Arbeitslosigkeit haben, wir haben eigentlich immer weniger Arbeitslosigkeit im Vergleich zu allen anderen EU-Staaten, wo wir jetzt wieder uns anpassen, weil sie eine tolle Arbeitspolitik, Arbeitsmarktpolitik machen. Also muss ich schon sagen, Dominik, ich bin also sehr deprimiert gewesen, wenn ich das heute gelesen habe. Ja, das ist natürlich so, aber der liberale Arbeitsmarkt, der ist ja nicht einfach schön, weil er liberal ist, sondern er ist vor allem gut für die Wirtschaft, für die Menschen in diesem Land, für die, die insbesondere einen Job suchen, oder? Mindestlöhne, ist ja gut und recht für die Tieflohnbranche, für die, die einen Job haben. Aber für die, die einen suchen, gerade schlecht ausgebildete Leute, Zuwanderer, die vielleicht eben keinen Lehrabschluss haben und so weiter, ist ein Mindestlohn letztlich tödlich. Also, außer der ist ja so niedrig, dass er keine Wirkung hat. Aber das wollen die Gewerkschaften sicher auch nicht. Aber ein Mindestlohn ist nur dann harmlos, eben wenn er sehr tief ist. Sonst hat er ganz schlimme Auswirkungen. Er führt zu Jugendarbeitslosigkeit, er führt zu Arbeitslosigkeit bei wenig Qualifizierten. Und das ist brutal. Das ist asozial. Es ist asoziale Politik. Ja. Wir haben eine sozialere Gesellschaft, weil wir keine Mindestlöhne haben. Oder nur dort in einzelnen Branchen, und das monieren die Gewerkschaften in diesem Brief, ja, es sind nur 50% haben den GAV und dort auch nur wenige dann einen Mindestlohn. Das hat gewisse Gründe. Es ist einfach nicht gut. Und es gibt auch dazu auch riesige Forschung. Also ich weiss noch, als ich beim Tagesanzeiger war, habe ich mal so eine Studie ausgewertet, weißt du, wo über 40 Jahre, ich glaube 20.000 Fälle in den USA untersucht hat, was mehr bringt, Sozialhilfe, Mindestlöhne oder eine negative Einkommensteuer nach Milton Friedman. Und es ist klar. Nein, es ist ein No-Brainer. Aber es wird natürlich immer bestritten von der Gewerkschaft. Aber man muss wirklich einfach die Länder anschauen, die Mindestlöhne haben. Sei das Deutschland, sei das Frankreich, sei das Spanien, sei das Italien. Alle haben eine Rekordarbeitslosigkeit. Genau bei den Leuten, die du erwähnt hast, nämlich die Schwächsten. Die zuerst in den Arbeitsmarkt müssen. Also zum Beispiel die Jungen, die Jugendlichen und am meisten natürlich Immigranten. Also wer unbedingt etwas machen will gegen die Immigranten, der macht einen Mindestlohn. Das sieht man in Frankreich. Das hat man in Frankreich auch eine Integration. Ruine zum Besichtigen, wo wirklich nicht lustig ist. Es ist wirklich nicht lustig, es geht um viel mehr, es geht nicht um die Arbeitgeber, die können ziemlich hohe Löhne zahlen in der Schweiz und sie sind ja, das würde man dann auch mal sagen, die Schweiz hat das höchste Lohnniveau auf der Welt. Also auch das ist grotesk, dass die
unverschämten Gewerkschaften überhaupt noch finden, ja, wir haben da ein riesen Problem. Wir haben sehr hohe Löhne in der Schweiz jetzt schon und die Sozialpartnerschaft hat immer gut funktioniert, immer auf eine Art funktioniert, wo auch die Arbeitgeber nachgegeben haben und gesagt haben, mal, aber immer wieder eine Lohnerhöhung, weil sonst hätten wir nicht so viele hohe Löhne. Also, eben, wie gesagt, es wäre eine Katastrophe. Jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Taktische rein, oder? Ist es jetzt ernst? Also meinen die Gewerkschaften das ernst? Sind sie unter Druck von der SP, die das Gefühl hat, ja, jetzt für die Wahlen wäre schon noch gut, man könnte irgendwo das Rahmenabkommen unseren Leuten wieder verkaufen, weil ein grosser Teil von der SP-Wähler ist einfach immer noch auf dem Integrationskurs und sie wissen ganz genau, Rahmenabkommen bringt uns einen Beitritt näher. Das ist einfach so. Wir kolonisieren uns selber. Es ist ein katastrophales Abkommen, das wir da würden schliessen. Wie tust du dort, Dominik? Was ist es? Ist es reine Taktik, Poker oder haben die Gewerkschaften irgendwo eben ihre Meinung geändert? Ich glaube wirklich, sie sind unter Druck von der SP. Ich weiss auch, von wem in der SP, von dem Europaflügel, vom Roger Nordmann, vom Erik Nussbaumer und so weiter. Und die argumentieren immer gleich, dass ja die EU eben auch sozialer geworden sind. Und es ist lustig, in dem Brief kommt das eben vor. Im Eingangsstatement steht dann eben, es gäbe auch eine Mindestlohnrichtlinie von der Europäischen Union. Und wenn eben in der Europäischen Union gilt die Regel, wenn weniger als 80% von der Arbeitnehmer einen Mindestlohn unterstehen, dann müssen die Mitgliedsländer etwas machen, um das, die Quote aufzuholen. Also man sieht auch, welchen Charakter die EU hat in diesem Thema. Dann glaube ich sicher, ist ein Stück weit das Gamblen. Und dann gleichzeitig gibt es noch einen dritten Aspekt. Der Maro Sefcovic, der EU-Vizekommissionspräsident, hat offenbar, ich habe das nicht schriftlich, aber ich habe mehrere Quellen, er hat offenbar bei seinem Besuch in Freiburg und später dann bei Ignazio Cassis hier in Bern, hat er mündlich gesagt, ja, man könnte ja zum Beispiel den Lohnschutz rausnehmen aus dem Rahmenabkommen 2.0, aber natürlich nur befristet, also zum Beispiel auf 5, 7 oder 10 Jahre. Und das gibt natürlich wirklich Druck auf die Gewerkschaft. Also sie haben eigentlich dann 10 Jahre Zeit, den schweizerischen Arbeitsmärkte so illiberal, so sozialdemokratisch gewerkschaftlich zu machen, bis dann die EU-Regeln gelten, oder? Also es ist wie eine Art eine Taktik auch, da einen Schritt vorwärts zu kommen, um dann die 80% oder noch mehr zu erreichen, wo in der EU sozusagen erreicht werden. Und über das Ganze gesehen muss ich dir aber sagen, eigentlich ist es jetzt wahnsinnig. Also das Erfolgsmodell Schweiz kommt von drei Seiten unter Druck. Politisch, weil die direkte Demokratie nicht mehr den gleichen Wert wird haben. Wir können nur noch abstimmen und der EuGH wird dann das beurteilen, ob das mit EU-Recht übereinstimmt, siehe Masseneinwanderungsinitiative. Dann durch die Regulierung aus Brüssel, die wir nach dem Abkommen übernehmen müssen, und durch eine Zerstörung vom liberalen Arbeitsmarkt durch Regulierung im Inneren, die wir als Vorbedingung übernehmen müssen. Also dann kannst du, ich meine, die dreifache Bedrohung vom Erfolgsmodell Schweiz, wer da noch dafür ist, der kann einfach nicht mit dem Adjektiv liberal rumlaufen. Genau, und das muss man wirklich mal sagen, die fünfte Kolonne, die wir da im Land haben, die einfach ums Verrotten unbedingt in die EU will und jetzt 2 Jahre lang gemüdet haben, bis eigentlich der Bundesrat wieder die Nerven verloren hat, das muss man schon ein bisschen sagen, dass man sich da jetzt wieder auf Verhandlungen einlädt mit dem Rahmenabkommen und so weiter. Das ist überflüssig. Ich finde es nach wie vor unverständlich, auch gerade vor allem aus einer freisinnigen Sicht. Ich finde, die FDP, die ja immerhin auch 2 Bundesräte hat, mit der SVP zusammen hat man eine Sperrminorität. Man hätte das jetzt eine Zeit lang aussitzen können. Die Pharmaindustrie hat Nerven verloren. Die Pharmaindustrie ist eine der absoluten euro-vielen Branchen. Aus welchen Gründen auch immer ist also schwer nachzuvollziehen. Wir haben ja über das geredet, wie selber die Interpharma ja immer wieder betont. Da gäbe es dann ganz viele Regulierungen, die sie nicht wollen. Genau. Muss ich immer sagen, ja gut, also ihr wollt ja das Rahmenabkommen, nachher könnt ihr dann gar nicht mehr diskutieren. Ihr könnt das Interpharma eigentlich nachher auflösen, braucht es gar nicht mehr. Ihr könnt euch dann nachher dem Pharmaverband anschliessen, der in Brüssel hockt. Und viel Glück, Einfluss zu nehmen in der europäischen Pharmaindustrie, die viel, viel weniger gut unterwegs ist. Nicht alle Unternehmen, aber sehr viele sind schlechter unterwegs als die Schweizer. Es ist absolut unverständlich. Gut, jetzt sehen wir mal an, Gewerkschaften sind eher am Pokern, haben auch irgendwo eben den Europaflügel von der SP mal müssen ein bisschen beruhigen. Ich weiss es nicht, ich habe keine Ahnung. Wir sehen es, ob der Bundesrat jetzt die sogenannten Eckwerte beschliessen Ende Juni. Würde das machen, geht es eindeutig wieder Richtung Rahmenabkommen und dann gute Nacht.
Ob das wirklich in einer Volksabstimmung durchkommt, muss man dann noch schauen. Aber du hast schon recht, oder? Wenn das nachher wieder allein gegen die SVP ist, dann wird das schwierig zum Abwehren. Ja, aber stell dir mal vor, jetzt in diesen Eckwerten sind eben so Forderungen, zum Beispiel eben Mindestlöhne in der ganzen Schweiz und Gesamtarbeitspflicht und es ist noch Verschärfungen von Sanktionen gegen Unternehmer, Beweislastumkehr bei Selbstständigerwerben und so weiter. Es ist noch viel mehr drin. Also nehmen wir mal an, die Gewerkschaften setzen sich durch und das kommt in die Eckwerte. Und dann kommen noch andere Sachen in die Eckwerte, nämlich eben natürlich der Nachvollzug von EU-Recht, auch der EuGH mit dem Streitbeilegungsmechanismus ist in den Eckwert drin oder er ist nicht drin. Das würde eben auch bedeuten, dass man ihn faktisch akzeptiert. Ich muss dir einfach sagen, dann wird es ganz ein lustiger Wahlkampf. Oder ich meine, dann müssen insbesondere eine FDP und eine Mitte müssen Farbe bekennen. Machen wir mit bei dem Umzug, der auf Kosten vom Erfolgsmodell Schweiz geht, oder haben wir doch noch einen letzten Rest, vielleicht auch ein bisschen Patriotismus, einen letzten Rest Liebe zu dem Land, wo eigentlich der Erfolg von allen ausgemacht hat. Das wird ein ganz lustiger Wahlkampf und das hilft eigentlich nur der SVP, weil es wird scharenweise Leute entweder dazu führen, dass Leute daheim bleiben und nicht FDP und nicht Mitte wählen oder dass sie SVP wählen. Ja, also wirklich, ich muss sagen, für den Wahlkampf ist das eine ganz dicke Post. Völlig unverständlich, dass die anderen bürgerlichen Bundesräte außer den SVP-Bundesräten das mitmachen. Also bis jetzt haben sie es noch nicht gesagt, das mitmachen, aber es geht in die Richtung und sie haben die Pandora-Box aufgemacht mit dem Unsinn, dass man jetzt weiter verhandelt. Ja, also falls dann die Abstimmung kommt, dann kann man jetzt sagen, das ist dann die letzte wirklich relevante Abstimmung in unserer Schweizer Geschichte seit 1874, weil das ist einfach etwas, was den Leuten nicht bewusst ist. Deshalb sage ich es noch einmal. Binnenmarktrecht von der EU betrifft langsam fast alle wichtigen Politikbereiche. Und die EU kann nachher, wenn sie das Rahmenabkommen haben mit uns, praktisch auch alle Bereiche weiter erweitern. Es gibt immer ein Argument, dass man sagt, ja, zum Beispiel Umweltschutzvorschriften, die sind binnenmarktrelevant. Steuern sind binnenmarktrelevant. Lebensmittelsicherheit ist binnenmarktrelevant. Es ist nachher alles binnenmarktrelevant. Es ist auch binnenmarktrelevant für sehr viele Sachen, wo die linke Errungenschaften sind, wo nämlich mehr die Schweizer viel weiter gehen. Im Tierschutz zum Beispiel gehen mehr viel weiter. Dank dem Druck unter anderem von der Linken. Die EU wird das alles zurückbuchstabieren, es wird alles wieder abbauen. Man fragt sich schon, was die Linken denn überhaupt noch in diesem Land machen wollen, weil es trifft sie alle, es trifft uns alle. Wir können unser Land nicht mehr gestalten. Und dass es Politiker gibt, die mehr wählen, wo wir als Bürger wählen, wo so etwas mitmachen, ja, da muss man dann wirklich sagen, bitte eine Liste vorweisen vor den Wahlen, dass man die Leute wirklich alle kann abwählen kann. Das sind Leute, die uns Kopfendeckel einfach, wie ja, das Land aufgeben und einfach die ganze Gesetzgebung, sowohl was das Parlament betrifft, als auch was uns betrifft, wo binnenmarktrelevant ist. Und wie gesagt, das ist extrem gross erweiterbar. Ja, die geben das alles auf. Also die Europäische Bewegung Schweiz von Erik Nussbaum, die wird das machen, so eine Liste erstellen. Wir sagen danke vielmals zu den Euroturbos, weil das ist dann wunderbar, dann kann man nämlich Deko noch. Genau, so. Jetzt haben wir noch ein anderes Thema, das sind die Luzerner Wahlen. Regierungsratswahlen sind eigentlich das sind jetzt die letzten Wahlen von den grossen Wahlen. Wir tun das hier auch ein bisschen, wir wissen ja, in der Schweiz sind eigentlich Kantone, es gibt viele Kantone. Aber trotzdem, Luzern ist sicher interessant. Alte Vorort von der Innerschweiz. Dominik, was ist da passiert? Ja, man hat die letzten zwei Plätze in der Luzerner Regierung noch vergeben. Die gehen an Armin Hartmann, SVP. Er hat deutlich am meisten Stimmen gemacht. Und an Ilfete Fanay, das ist eine SP-Frau, frühere Chefin von der SP-Fraktion im Kantonsrat. Die SP ist damit nach 8 Jahren zurück in der Exekutive. Und Ilfete Fanay, das ist schon noch interessant, sie stammt ursprünglich aus dem Kosovo, sie ist mit 9 in die Schweiz gekommen. Ist auch ein Beispiel, wie die Schweiz wahnsinnige Integrationsleistung vollbringt. Oder? Für das, dass die SP und die Grünen immer sagen, wir sind alles nur Xenophobe, Rassisten. Nein, bei uns kannst du Karriere machen als Kind, das mit 9 hier hingeflüchtet ist. Finde ich eine grossartige Geschichte. Die SP ist froh, wieder zurück zu sein. Sie
vergisst aber, warum sie hat müssen gehen 2015. Sie ist rausgefallen, weil sie wirklich auch jahrelang Juso-Oppositionspolitik gemacht hat, obwohl sie in der Regierung war. Jetzt ist sie wieder zurück. Es ist auch ein Akt von der Vernunft. Es hat ein Komitee gegeben von Bürgerlichen, die auch gesagt haben, man soll den Hartmann von der SVP wählen und die Fanei von der SP. Die SP gehöre wieder in die Regierung. Ja, aber man muss schauen, wenn es wieder gleich kommt. Und die Elfete Fanei ist nicht bekannt als, sagen wir, eine sehr zurückhaltende Sozialdemokratin. Aber sie hat sich gestern sehr staatsmännisch gegeben. Und darum ist es gut, ist die SP wieder zurück. Aber es ist eine Bewährungsprobe. Genau, und zweitens muss man auch wieder da. Ja, wir wollen ja nicht immer die Bürgerlichen kritisieren, aber ich meine, du und ich wissen, dass sehr viele Kosovo-Albaner, auch andere Leute aus dem ehemaligen Jugoslawien, sei es Serben oder Kroaten oder Slowenen, das sind tendenziell eher konservative Leute. Und auch die Albaner sind sehr konservativ. Und von dem her ist es völlig unverständlich, dass nicht die bürgerlichen Parteien es geschafft haben, gute Kandidaten aufzubauen, Sekondos aufzubauen. Es gibt so viele Sekondos, die bürgerlich sind, die man fördern sollte, die man aufstellen sollte, damit die SP mal mit das Pseudomonopol oder verliert. Weil wir haben es vorher betont, alles, was die SP dafür steht, hilft den Immigranten nicht. Ein liberaler Arbeitsmarkt, das ist der Integrationstreiber von der Schweiz. Ein gutes Bildungssystem, wo das Leistungsprinzip gilt und nicht Quoten, wie das die SP jetzt mittlerweile überall eingeführt hat, das hilft den Einwanderern. Und das wäre so eine wichtige Botschaft von den bürgerlichen Parteien, insbesondere, muss ich jetzt auch mal sagen, von der SVP, wo ja, was die Ausländerpolitik immer am robustesten unterwegs ist, auch am hässigsten unterwegs ist, denen hätte ich das so gut da. Und ich kenne ein paar SVPler, die eben Sekondos sind, die so gut würden tun, dieser Partei, wenn man die würde vorstellen. Ein riesen Versäumnis, riesen Fehler von den Bürgerlichen. Genau. Gut. Jetzt kommen wir zum Schluss. Noch ein Satz zur GLP-Kandidatin Claudia Hauser, die komplett auf der Strecke gelegen ist. Die Elfete Fanei hat gut 6'000 Stimmen mehr gemacht. Sie ist an sich wirklich vom Linken, also es gibt ja eigentlich nur noch einen linken Flügel bei den Grünen-Liberalen. Sie ist auffallend, in den letzten 12 Monaten hat sie keine linke Vote mehr gehabt im Kantonsrat. Das hat mir ein Mitte-Kantonsrat so erzählt. Keine linke Vorstöße mehr eingereicht, weil sie das Gefühl hat, sie muss auf bürgerlich machen. Aber am Schluss hat das nichts ausgemacht. Sie hat auf dem Land ein bisschen mehr Stimmen gemacht als die SP-Kandidatin. Aber das ist eben das Beispiel, wie die GLP am Schluss zerrieben wird, oder? Zwischen den richtigen Linken, wo man auch sagt, ja, die sind referendumsfähig in einem Kanton, die baut man nach 8 Jahren Abstrafen wieder ein. Und letztlich eben der Mitte-Links-Zeug, wo eigentlich in Luzern halt nicht funktioniert. Absolut, und ich glaube, es ist Luzern, das ist nicht die ganze Schweiz, aber wenn wir jetzt noch einmal über das Rahmenabkommen nachdenken, ja, dann ist das natürlich auch für den Flügel, den sozialliberalen Flügel von der SP-Wähler, wo jetzt zu der GLP geneigt ist, in dem Sinn die richtige Botschaft, also da muss man Nordmann dann eigentlich rein parteitaktisch recht geben. Jetzt vor allem in der Deutschschweiz ist natürlich das nicht so wahnsinnig schlecht, wenn die SP wieder europafreundlicher wirkt, weil das ist natürlich eine von den wichtigen USP von den Grünliberalen. Man kann argumentieren, vielleicht ist auch dort ein bisschen zu erkennen, dass GLP, ja, ich glaube, der Triumphzug von der GLP ist auch abgeschlossen. Nicht nur die Grünen werden im Herbst leiden, sondern ich glaube auch die GLP, das sieht man jetzt hier auch wieder in Luzern. Ja, eine Zeitung, die ab und zu eben auch von uns muss kritisiert werden, aber trotzdem natürlich eine wichtige Zeitung ist Mitte rechts. Das ist eine Zürich-Zeitung, die ab und zu halt leider Mitte links ist. Aber am Samstag, muss ich sagen, hat Hans-Uli Schöchli in der Zürich-Zeitung einen sehr guten Text gemacht zu dem Klimaschutz, zum Klimaschutzgesetz. Was ist drin gestanden, Dominik? Ja, der Titel schon ist gut gewesen. Der Bundesrat streut den Stimmbürgern Sand in die Augen und er kritisiert in dem Beitrag, dass Befürworter letztlich eine Schönfärberei betreiben. Er braucht auch das Wort Schönfärberei, weil sie sagen, man könne da das Netto-Null-Ziel erreichen, aber das koste nichts und brauche kein Verbot und keine Steuern und so weiter. Und er sagt eben, das ist einfach nicht wahr, das sei, Zitat, bewusste Irreführung. Und man probiere eben naive Geister damit abzuholen. Dabei wissen eigentlich alle, sogar Befürworter vom Gesetz,
dass das Erreichen des Netto-Null-Ziels ziemlich viel kosten wird. Und ich meine, das ist mir beim Nebelspalter, sagen wir das schon lang, oder dass das eine komische Abstimmung ist, weil man letztlich über Ziel abstimmt und die haben kein Preisschild. Und mir ist wirklich beim Lesen von dem Artikel in Sinn gekommen, weißt du, wenn ein Unternehmen irgendeine Bijouterie oder ein Kleiderladen ein Schaufenster hat und nicht anschreibt, was die Hosen kostet, wo sie da ausgelobt, oder? Dann kommen die Behörden und sagen, Preisbekanntgabeverordnung, das muss man anschreiben. Und ich bin eigentlich für eine Preisbekanntgabeverordnung in der Politik. Man soll sagen, das und das, wenn wir erreichen, das und das ist das Ziel. Wenn man so Ziel raushaut, dann soll man ein Preisschild antun. Alles andere ist eigentlich nicht ehrlich. Und ich muss auch sagen, es ist ein bisschen eine Kaputtmacherei von der politischen Kultur in diesem Land. Wir haben in der Schweiz doch immer da ein bisschen gesagt, jawohl, wir wollen das erreichen, es kostet so und so viel, das gehört ein bisschen zu uns. Und vor allem natürlich auf Gemeinde- und Kantonsebene. Aber das wird jetzt auf dem Bund ad absurdum geführt. Ja, ich würde auch sagen, man hat früher eigentlich eben so Ziel, das hat man eigentlich nicht gekannt, oder? Man hat gesagt, wir bauen eine Turnhalle. Man hat nicht gesagt, im Jahr 2050 wollen wir eine Turnhalle haben in Grenken. Nein, man hat gesagt, wir bauen jetzt eine Turnhalle und dann hat man gesagt, das kostet so viel und wir müssen folgende Sachen müssen wir jetzt einleiten. Und das ist eine verdammte Verwahrlosung. Jetzt habe ich wieder das Wort gebracht, aber es ist eine Verwahrlosung von unserer Politik. Es geht nicht, dass man einfach Ziel festschreibt im Gesetz, wo eigentlich jeder, der sich ein bisschen beschäftigt hat mit Energiepolitik, weiss, das ist praktisch unmöglich. Es sind willkürliche Ziele, die man einfach mal in Paris festgelegt hat, viele Leute festgelegt haben, die ganz genau wissen, dass sie selber alle nicht mehr im Amt sind, wenn dann 2050 ist. Unsere Nachkommen müssen sich dann mit umschlagen, mit Zielen, die unrealistisch sind und wo man auch nicht gesagt hat, wie man es erreichen will. Also es ist schon ein starker Tobak, aber der Hans-Uli Schöchli hat das gut beschrieben. Vielleicht noch etwas, was mich auch stört. Es wird immer gesagt, ja, es sind jetzt keine Verbote mehr im Gegensatz zum CO2-Gesetz. Ja, natürlich ist es ein Verbot, wenn man sagt, bis 2050 darf eben eigentlich fossile Brennstoffe nicht mehr benutzt werden, dann geht das in ein richtiges Verbot. Auch das, finde ich, ist eine Irreführung vom Bürger. Mal, wir arbeiten sehr wohl mit dem Verbot, mit einer alten Verbotskultur, die an sich in dem liberalen Land eigentlich früher auch keine Chance gehabt hat. Gut, das war es gewesen, Bern einfach an dem drüben Montag, 15. Mai 2023, Dominik Feusi und Markus Somm. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, auf Spotify oder Apple Podcast oder dem Podcast, den ihr jetzt uns gerade gefunden habt. Tönt uns weiter bewerten, tönt von uns reden, das würde uns freuen. Wir sind wieder da morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal und wünschen jetzt einen schönen Abend. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.